Die spitze Nase, der zusammengekniffene Mund, die kleinen Augen. Wer könnte das wohl sein? Ganz klar, der US-Präsident Donald Trump. Und obwohl das Porträt dem Original nicht wirklich zum Verwechseln ähnlich sieht, erkennt man den Politiker sofort. Und genau das macht den Zeichner Frank Hoppmann aus. Bei all seinen Porträts fällt es nicht schwer, auch ohne das Namensschild die Karikatur der realen Person zuzuordnen. Das Bild von Donald Trump ist jedoch besonders, denn eigentlich wollte der Künstler den Präsidenten nicht zeichnen. Ich hatte schon so viele Karikaturen oder Zeichnungen, Porträts von Donald Trump gesehen und da hatte ich eigentlich nicht irgendwie das Bedürfnis, den auch zu zeichnen. Aber das ist dann tatsächlich in der Wahlnacht passiert, die ich mir komplett angeguckt hatte. Ich hatte tatsächlich eine Magen-Darm-Verstimmung und bin dann tatsächlich immer vom Sofa zum Badezimmer hin und her und habe mir tatsächlich dann noch die komplette Wahlnacht angeguckt. Und da habe ich eigentlich, als er dann tatsächlich gewählt wurde, da hat es mich gepackt und da habe ich dann den Entschluss gefasst, den zu zeichnen. Und die Zeichnung kam gut an. Nachdem das Werk in der Los Angeles Times veröffentlicht wurde, sind die Zeichnungen von Frank Hoppmann international bekannt geworden. Seine ungewöhnliche Arbeitsweise, Dinge aus mehreren Papieren zusammenzukleben und sie mit Tierkarikaturen in Verbindung zu setzen, entwickelte er schon während der Schulzeit. Und auch im Studium behielt er seinen Stil bei, auch wenn die Professoren versuchten, ihm das abzugewöhnen. Immer so den Hang zum Satirischen auch, nicht? Auch wenn diese, sagen wir mal, eher spießigen Zeichenlehrer, ne, dann, die fanden das erst auch gut, was ich gemacht habe. Also wenn ich da landschaftlich irgendwie was mit Sonnenuntergang, bis sie dann irgendwo in der Skizze einen kotzenden kleinen Frosch entdeckt haben. Das fanden die nicht witzig. Böse Absichten hegt der im Emsland geborene Künstler bei der Arbeit mit Bleistift, Tusche und Acryl jedoch nicht, auch wenn ihm das einige Kritiker unterstellen. Ich denke dann gar nicht großartig drüber nach, da jetzt eine besondere Karikatur daraus zu machen. Ich habe natürlich irgendwo ein Bild, kein konkretes vor Augen im Kopf und dann fange ich mit Skizzen und so weiter an und das modelliere ich dann irgendwie und in diesem Prozess entsteht dann was. Entstanden sind knapp über 100 Werke, die das Karikaturamuseum in Frankfurt ausstellt und die der Leiter des Museums, Achim Frenz, für besonders außergewöhnlich hält. Wir kennen den Frank Hoppmann schon über 10 Jahre und ich habe das immer ein bisschen verfolgt. Und jetzt war der Zeitpunkt wirklich da, dass er hier auch endlich mal neben den Großen der neuen Frankfurter Schule einfach mal sein Talent auch zeigen kann. Zeigen kann man diese Werke auf jeden Fall, auch wenn der ein oder andere Politiker bestimmt etwas dagegen hätte. Bis zum 3. Dezember können Besucher die Werke von Frank Hoppmann noch betrachten.